Während Melina den Vergeltungsschlag plant, sucht Julia das Gespräch mit Chiara. Das Gespräch, Leute! Sowas würde Melina niemals tun. Hast du gleich eine Minute? Okay. Ja. Ja, wer wäre da jetzt nicht gern mit dabei? Also, ich wollte eigentlich gestern schon das Gespräch zu dir suchen. Mhm. Also vorab mich auch bei dir entschuldigen. Nee, finde ich gut von dir, dass du jetzt kommst und dich entschuldigst. Ja, ich muss sagen, ich war gestern echt pissed und dachte mir so, oh, irgendeinen Spruch muss ich drücken, ne? Wer hat dich angeflirtet? Ich spucke gleich auf den Kopf. Wir verstehen das, dass das blöd ist. Und wir hatten euch ja auch alle so ein bisschen gefragt, hey, wer kommt in Frage und so. Und da hättest du das halt wirklich erst so sagen können, ne? Also ich habe gar kein Problem, wenn du sagst, hey, ich weiß, du bist ein Couple, aber mit Melvin, aber ich finde den gut. Also, ne, werde ich ihn immer schnappen? Dann habe ich gesagt, klar, mach. Weil wenn er dich besser findet im Endeffekt, ne, dann ist es nicht der Richtige für mich. Und es war einfach nicht die richtige Reihenfolge von mir. Ich hätte wirklich zuerst mit dir sprechen sollen. Was mich halt noch stört, ist, wo ich mir denke, ihr habt ihr zusammen Silvester gefeiert und ihr kanntet euch vorher. Wieso hast du denn jetzt plötzlich hier auf Love Island Interesse an Melvin und nicht vorher so? Weißt du, wie ich meine? Also nach Silvester habe ich ihn das allererste Mal hier wieder gesehen. Und dadurch, dass diese Konstellation zustande kam, dass er jetzt mittlerweile Single ist und wir uns hier wieder sehen, war so das erste Mal, dass ich für mich drüber nachgedacht habe, dass es eigentlich schon jemand ist, der mich interessieren würde. Okay. Ich dachte mir halt nur so komisch halt, ne? Vorher. Ja, ja, verstehe ich, weil du kennst ja den Hintergrund gar nicht, deswegen verstehe ich voll. Wie gesagt, ich nehme es dir nicht übel, dass du ihn kennenlernen möchtest. Da, du, feel free, du kannst auch gerne jederzeit mit ihm reden. Nur ja, aber. Einfach vorher vielleicht zu mir kommen, weil das ist sonst so ein Bitch-Move. Weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann, so vom Start her. Ich bin eigentlich. Und dann saß sie da und hat auch fast das Weinen angefangen und dann mein Herz so. Ich bin da. Konnte ich ihr dann irgendwie nicht mehr so übel nehmen. Wow, Julia ist kein Bösewicht. Aber als Granate hat man es doch schwieriger, ne? Weil wenn die Hälfte schon irgendwie glücklich ist, so, dann denkt man sich auch so, okay, wow, ne? Irgendwie komme ich mir sehr falsch vor, weil eigentlich bin ich jemand, dem das auch immer wichtig ist, mit den Mädels sich zu verstehen. Ich habe jetzt keinen Bock auf Gezicke oder auf irgendwas in die Richtung. Bin ich gar nicht der Typ. Wir haben uns ausgesprochen, das war mir wichtig. Naja. Egal, mach dir keinen Stress. Zeit genießen jetzt. Naja, aber wie gesagt, das war mir gerade mal wichtig. Ich meine, wir haben auch generell gar nicht so zu zweit gesprochen. Ist echt so. Einfach, echt dass so. Wir mal reden. Hurra, es ist wieder Frieden. Könnte das bitte irgendwer Melina ausrichten? Was? Nein? Oh, dachte ich mir. Okay.